Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu Spin Tires, heute mit den MAN 8x8 und eine große Frage. Ich wollte eigentlich hier automatisch Holz aufladen. Ich bin hierher gefahren, also ihr habt das Video nicht gesehen, weil, ja, ihr wisst, ich nehme es jetzt mit OBS auf und das Problem war, der hat es nicht richtig aufgenommen. Deswegen bin ich jetzt hier, aber ist jetzt nicht so wild. Wir haben ein paar Sachen freigeschaltet und ich muss sagen, dieses Fahrzeug ist einfach genial. So, ja, ich will eigentlich automatisch aufladen. Aber der will nicht. Oder muss ich das hier übers Fahrzeug machen? Nee. Okay, auch da hinten will das nicht machen. Wir machen was ganz anderes. Wir fahren wieder zurück, holen uns Kraftstoff, fahren den Weg hier hin. Den Unimog bin ich auch der letzte Folge wieder zurückgefahren und fahre mal zu diesen Stammausgabe, ja. Und ich hoffe, dass wir hier die Tankstelle, bin ich auch schon lang gefahren. Also diesen Weg bin ich jetzt mit diesen MAN lang gefahren. In diesem Wald habe ich mich ganz schön verhaspelt. Naja, aber wir sind wieder hier. Wir werden auch mit dem anderen Mercedes Unimog hier mal ein bisschen frei fahren. Wir gucken mal, was hier drüben auf jeden Fall ist. Ja, also wenn das hier so sein sollte, dass wir mit Hand aufladen müssen, na dann Brustmahlzeit. Dann werden wir es wahrscheinlich nie schaffen. Hier oben das Ziel. Ja, und zwar werde ich da auch nochmal Sprit hinbringen. Genau. Da werde ich nochmal Sprit hinbringen. Wenn hier das automatisch geht, werde ich da oben auch noch Sprit hinbringen. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Wir fahren einfach mal. Wir starten den Motor. Handbremse raus. Allrad rein. Und wir werden nochmal schnell auftanken. Und auch bei diesem Fahrzeug können wir in den Inneren fahren. Ah, kein Problem für den. Ach so, kein Problem für den. Kein Problem für den Wind. Aber wir haben ja noch Differential. Da prügelt der hier einfach lang, kein Problem. Zack. Oh. So, es kann natürlich auch liegen daran, dass hier dieser Aufbau nicht richtig funktioniert. Mit automatisch aufladen. Kann alles sein. Ich weiß es nicht. Weil ich habe ja jetzt nicht den Schwierigkeitsgrad gemacht, oder? Habe ich jetzt zu schwer eingestellt? Eigentlich nicht, oder? So, war das da hinten jetzt? Das können wir alles umfahren hier. Boah, das macht doch besonders viel Spaß. Oh. Was ist jetzt los hier? Und weiter. So, da vorne ist es. Verdammt. So. Oder kann es sein, dass es jetzt nur wegen der... Ist jetzt natürlich eine Frage... Doof, ne? So. Kann ich hier nicht noch irgendwas machen? Fahrzeug, dies, das, nee. Kann nichts machen. Pass mal auf, wir werden was anderes probieren. Wir werden jetzt hier oben hinfahren. Zur Werkstatt.
Ja, wenn wir oben in der Werkstatt sind, machen wir mal den anderen Auflieger rauf. Fahren wieder zurück und suchen uns und gucken mal, ob das dann funktioniert. Weil allein aufladen habe ich echt keinen Nerv dazu. Weil dann sitzt er stundenlang. So, da vorne ist der Weg. Boah, der fühlt sich aber schön hier durch. So. Das ist das Gute an diesem Fahrzeug. Der hat hier echt keine Probleme. Schön. Also ich wurde auch schon öfters jetzt gefragt, ob es mit Lenkrad geht. Ich habe es mit Lenkrad noch gar nicht ausprobiert. Aber ich könnte mir vorstellen, es könnte sein, dass es funktioniert. Also ich spiele das hier, wie gesagt, mit dem Controller und das ist eigentlich völlig ausreichend. So. Der ist doch echt. Ja. Komm, Baby, zieh. So, ich hoffe, dass ich auch richtig gefahren bin. Aber es scheint so. Weil wenn es wirklich so ist, dass ich hier selber aufladen muss, na, dann habe ich echt eine Arschkarte, ne? Weil dann werde ich definitiv nicht alles hier schaffen. Außerdem, es soll ja mit Banticos langsam wieder weitergehen. Das ist die Werkstatt. So. Repariert und alles ist toll. So, wir machen erstmal den Motor aus hier. Geht er uns die ganze Zeit hier auf den Keks, ja. Also, warte mal, wir müssen das irgendwie. Wo ist denn jetzt eigentlich hier? So, warte mal, ich will doch jetzt hier, wieso will er mir das nicht hier zeigen? Ach, jetzt. Okay, wir haben angebaut, den Assistenten, den können wir natürlich drinnen lassen, ne? Die Zusatzbeleuchtung hier. Was habe ich jetzt dran gemacht? Oder was habe ich nicht dran gemacht? So, das. Hier. Abbauen. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen jetzt was anderes raufsetzen. Ja, so ein komischer. So komische Gewichte brauchen wir ja auf jeden Fall nicht. Was ist denn das hier? Hä? Was kann das? Ah, mit einem Anhänger oder was? Sieht ja richtig nice aus. Oh. Aha, sieht ja schön hoch. Sieht ja schön aus. Aber werden wir mal nicht machen. Wo ist denn das Ding? Abbauen. So, Anhänger nicht.
ist denn das Ding jetzt? Es war doch noch ein Kraftstoff, die zum Holz lag. Bringen das Fahrzeug in Position. Warte mal. Noch Handbremse rein. Wahrscheinlich noch so ein Dings hier aufbauen, wa? Was sag ich jetzt? So, das ist, glaube ich, das Standard-Holzding. Ne? Glaube. Genau. So, was kann ich noch machen? Wir gucken mal, was wir noch alles aufbauen können. Ey, so eine Gewichte, so ein Mist machen wir nicht ran. Anhänger auch nicht, das auch nicht. Also Anhänger werden wir jetzt erstmal nicht nehmen. Ja, das siehst du auch immer nichts hier mit den Blödsinn hier. Warte mal, was haben wir jetzt hier alles dran? Wir fahren jetzt einfach mal. So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Oder muss ich da noch dieses komische Ding daran machen? Eigentlich sollte es ja so funktionieren, oder? Ausprobieren hier. Aha. Hm. Ach, was weiß ich, wir probieren jetzt einfach mal. Vielleicht will der auch nicht. Er hat mich auch total dämlich angestellt, aber es kann natürlich alles sein. Gucken wir mal. Die Experten werden das wahrscheinlich schon alles berichten. Dann haben wir Probleme mit den Holzverladen. So, warte mal, hier müssen wir rein. Ohne zu blinken. Ja, ja, ich weiß. So, nach dem Haus müssen wir dann auf jeden Fall rechts rein. Wir machen jetzt mal ein bisschen zügiger hier. Au! Wer macht das gut hier? Wie das so schön verdampft hier, das Wasser alles. Das muss ich ja wirklich sagen, ist schon echt cool gemacht, das Spiel. Ja. So, da müsste jetzt langsam das Haus kommen, ne? Ah, da vorne ist es. Und ich befürchte, es wird so sein, dass ich es nicht verladen kann. Sonst müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Vielleicht müssen wir dann irgendwann mal durchs Wasser auf die andere Seite des Flusses. Vielleicht haben wir da noch die Möglichkeit, so einen Holzverladeplatz zu suchen.
Aber ich befürchte, dass es nicht so ist, weil es war, glaube ich, immer so viereckig. Zeigt er mir rot an. Noch drei platzieren. Hä? Bin ich zu weit weg vielleicht? Warte mal. Was will er mir mit dieser Situation sagen? Wir fahren mal ganz dicht dran. Wenn ich jetzt das irgendwo mal hinkriege mit der Kamera hier. Meine Güte, die Kamera, die geht ja auf den Sack. Sorry. So, ich denke mal, mittleres Holz sollte eigentlich passen, ne? Ja. So, jetzt haben wir hier. Oder will er mir einfach sagen, dass die... Wegpunkt... Hä? Ich weiß nicht, was der meint. Noch drei platzieren. Scheinen aber zu funktionieren. Oder sollten eigentlich funktionieren. Warum zeigt er mir das an? Tja, keine Ahnung. Ich bin überfragt. Am besten, ihr schreibt mir das mal in die Kommentare. Vielleicht muss ich ja wirklich auf die andere Seite der ganzen Karte. Oder ist hier vielleicht ein Auto, was ich freischalten muss, was einen Kran beinhaltet? Hier ist Holz. Aha, warte mal. Hier steht Holz. Kann es sein, dass ich hier Holz hole und da ist einfach nur das abgelagert, das Stammholz und ich muss einfach nur versuchen, hier rüber zu kommen? Au! Das wird wahrscheinlich der springende Punkt sein. Ich muss übersetzen. Ich muss übersetzen. Das bedeutet, ich werde versuchen, mit dem LKW einfach mal hier rüber zu kommen, aber das ist eigentlich sinnlos, weil ich müsste versuchen... Ich werde versuchen, mit den anderen... den hier beim nächsten Mal umzubauen. Und zwar ein Sattelschlepper mit ganz, ganz viel Bauteilen. Das wird wahrscheinlich das nächste Mal sein. Und dann werden wir versuchen, den Fluss zu durchqueren. Das ist auf jeden Fall das nächste Mal das Ziel. Und ja, wir werden jetzt an dieser Stelle einfach mal einen Fisch machen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ganz vergessen.